Nach dem Großbrand im baden-württembergischen Mosbach am Montagnachmittag ist die Feuerwehr für Nachlöscharbeiten immer noch vor Ort. Es könne sein, dass es noch vereinzelte Glutnester gibt, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Menschen seien bei dem Brand nicht verletzt worden. Informationen zur Brandursache und zur Schadenshöhe gibt es weiterhin nicht. Ein Feuerwehrsprecher schätzte allerdings gegenüber dem Südwestrundfunk, dass der Schaden im zweistelligen Millionenbereich liegen dürfte. Wie lange die Nachlöscharbeiten andauern werden, ist nicht bekannt. Das Feuer soll am Montag zunächst in einem Supermarkt ausgebrochen sein. Ein Notruf ging gegen 16.15 Uhr ein. Später hätten die Flammen auf ein angrenzendes Einkaufszentrum übergegriffen. Bei dem Brand soll es mehrere Explosionen gegeben haben, wodurch Gegenstände aus Metall durch die Luft geflogen seien. Die Beamtinnen evakuierten die Gebäude und Parkplätze in der Nähe. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten.